Es geht bergauf und das riecht schon ein bisschen nach Jahresendrally. Eine Jahresendrally, die geboren ist aus Angst, aus Pessimismus und aus dementsprechenden Positionierungen. Denn wir haben es jetzt mit einer Mechanik zu tun an den Märkten, die eben diese Jahresendrally erst ermöglicht. Und das alles bedeutet, vergesst Omikron, das hat überhaupt keinen Einfluss mehr. Denn, und das ist das Erstaunliche, schauen wir uns mal die Nachrichtenlage um Omikron an und die ist eigentlich schlechter geworden, als sie noch gestern oder vorgestern war. Hier Boris Johnson überlegt einen Circuit Breaker in den nächsten 48 Stunden, also praktisch eine Art Teil-Lockdown oder wie auch immer man das übersetzen soll. In Großbritannien über 90.000 Infektionen an einem Tag. Wir sehen, Portugal macht praktisch einen Teil-Lockdown, Nachtclubs und Bars geschlossen. Homeoffice-Pflicht, wenn man so will, Italien mit schlechten Zahlen, Schweden will jetzt Einschränkungen machen und die Omikron-Zahlen in 8 europäischen Ländern haben sich in nur 3 Tagen mindestens verdoppelt. Das nur ein paar Headlines, also das klingt jetzt nicht so, als wäre die Angst um Omikron irgendwie der Grund dafür, dass es jetzt irgendwo mit den Märkten in eine bestimmte Richtung geht. Man ignoriert das völlig, genauer gesagt, denn wir sehen vor allem in den USA an der Wall Street Industrials im Plus, Materials im Plus, Energy im Plus, Finanzwerte im Plus, also die Werte, die normalerweise besonders von Reopening profitieren, besonders davon profitieren, dass die Wirtschaft eben keine Einschränkungen hat. Das bedeutet, Omikron spielt hier überhaupt gar keine Rolle mehr. Die Märkte zeigen eine Rallye trotz Omikron und das ist vielleicht die entscheidende Erkenntnis. Aber was geht da eigentlich ab? Wir haben in Anfang Dezember vor allem massive Ausflüsse aus den Aktienmärkten gesehen. Da herrschte Angst, da herrschte schon eine Wall of Worry. Da war man besorgt, Mensch, wo soll das hingehen mit Omikron, mit der Fed, mit dieser hawkischen Wende? Das ist doch alles ganz schlimm. Da sichere ich mir mal lieber die Gewinne auf der einen Seite, aber andere sind dann anders vorgegangen und haben gesagt, ja, pass auf, ich muss mich massiv absichern, ich muss Puts in mein Long-Portfolio einbauen, damit ich auf der Unterseite abgesichert bin angesichts dieser schwierigen Umstände, in der die Märkte sind. Und jetzt sehen wir, dass praktisch vorher eine Art Deleveraging stattgefunden hat. Man war also gehebelt long, ist dann ein bisschen auf die Nase gefallen durch diese Turbulenzen an den Märkten, mithin ja sehr starke Schwankungen, die wir an den Märkten gesehen haben. Und jetzt stellt man fest, oh, diese Absicherungen, die brauche ich vielleicht nicht mehr. Wenn es nach oben geht, dann stellt man praktisch diese Puts glatt, dann tritt man praktisch als Käufer auf. Und genau das ist sozusagen jetzt diese Mechanik, die die Märkte nach oben treibt. Und das Ganze kann noch viel extremer werden, wie Nomura hier sagt. Potential squeeze melt up into new year amid deteriorating liquidity. Also die Liquidität lässt nach und wenn dann eben solche Prozesse stattfinden, dann sind die umso wirksamer, je weniger Liquidität jetzt in dieser Weihnachtszeit eben im Markt ist. Das sind vorwiegend mechanische Prozesse, Angst, Pessimismus, Positionierung, die all dazu führen, dass wir jetzt die Situation haben, die wir haben. Auch wenn Credit Suisse jetzt mal mit Blick vor allem auf das nächste Jahr die Aktienmärkte insgesamt abstuft auf neutral wegen Pandemie, wegen Inflationsrisiken und sie könnten sich in einer Situation befinden, so sagte Credit Suisse, wo eben die Hilfe durch die Regierungen geringer wird und eben die Zentralbanken die Geldpolitik straffen müssen. Hier müssen wir einmal mehr die Zeitebenen unterscheiden. Wir sprechen hier jetzt von einer Jahresendrally, also von einer Bewegung nach oben unter dünner Liquidität. Das hat aber nichts zu tun, was in 2022 dann passieren wird. Das ist ein komplett anderes Kapitel. Das hat damit nichts zu tun. Hier geht es, wie hier Nomura schreibt, um die Monetarisierung von Hedges, von Absicherungspositionen, die diese Rally maßgeblich beeinflusst. Und man hat jetzt in den letzten Tagen wieder deutlich zugekauft, wie hier die Kunden von Bank of America geäußert haben. Unternehmen haben zugekauft, Buybacks, sie haben oder dazugekauft haben Retail-Investoren, also Privatkunden, Hedgefonds haben dazugekauft, Institutionelle haben dazugekauft, Hedgefonds aber relativ mau, die sind ziemlich short gewesen in letzter Zeit und das sind vor allem diejenigen, die jetzt bluten, die jetzt dieser Rallye vielleicht hinterherlaufen müssen. Jetzt sehen manche institutionelle Player, oh, es geht nach oben, muss ich mit? Also das verstärkt dann diese ganze Dynamik.
Das ist genau der Punkt. Dazu kommen technische Faktoren. Ich hatte heute Morgen schon gesagt, wir haben positive Divergenzen etwa im Nasdaq, beim RSI, in der Stochastik. Und wir sehen, dass eben auch wichtige Fibonacci-Levels gehalten wurden, wichtige gleitende Durchschnitte gehalten wurden im Nasdaq. Mal kurz drunter, kurz mal sozusagen angefakte nach unten, um dann eben nach oben zu gehen. Also das passt schon irgendwie wie die Faust aufs Auge, was da passiert. Zumal jetzt eben saisonal wirklich, eigentlich auch wirklich Jahresendrally-Zeit ist. Und Jahresendrally passiert dann, wenn diejenigen, die vorher total euphorisch waren, total optimistisch in Sachen Jahresendrally, ein bisschen auf die Nüsse bekommen haben, Schmerzen erleiden mussten, Angst bekamen, Positionen verkauft haben, abgesichert waren, wenn die eben dann in den Markt strömen müssen, um wenigstens ein bisschen Performance noch zum Jahresende zu erzielen, Window Dressing etc. Unten sehen wir die Saisonalität in den Nachwahljahren, die dann eben jetzt in den letzten Tagen ganz positiv wird. Aber wenn wir uns jetzt mal schon dem Jahr 2022 zuwenden, dann sehen wir, 2021 war das Jahr mit massiven Zuflüssen in die Aktienmärkte, über 1 Billion, mehr als in den 19 Jahren insgesamt davor. Jetzt sagt etwa auch Goldman Sachs, wir erwarten 2022 eine Moderation, also eine Abschwächung, was sowohl Growth als auch Inflation betrifft. Also man hofft bei Goldman auf nachlassende Inflation vor allem Ende des Jahres 2022. Aber wir glauben, dass die Inflation eine Zeit lang hoch bleiben wird, hoch genug, damit die Fed dann 3 Zinsanhebungen machen wird und auch die Bilanzsumme reduzieren wird. Und das wird bedeuten, es wird selektiver. Es ist nicht so, dass dann die Flut alle Boote hebt, sondern manche saufen ab und andere bleiben schön an der Oberfläche und segeln wunderbar daher, könnte man sagen. Das ist also das Muster, das auch ich für 2022 sehe. Und dann eine entscheidende Frage, die Lance Roberts hier aufwirft, ist, wie schaut es denn aus mit den Buybacks? Auch das ist ja ein neuer Rekord, den wir in 2021 gemacht haben. Jetzt wird aber die Frage sein, naja, wie verhält sich das in einem anderen Umfeld, wenn die Geldpolitik eben nicht mehr nur unterstützend ist, sondern teilweise ein Gegenwind ist, wenn dann Geld teurer wird, derzeit kostet ja Geld nichts, also haben viele Unternehmen so viel Geld, was soll ich damit machen, investieren will ich nicht, also kaufe ich mal fantasievollerweise die eigenen Aktien. Sehe aber dann, dass möglicherweise die Zahlen langsam schlechter werden, also die Unternehmen sehen das, dass die Inflation hoch bleibt, dass die Kosten hoch bleiben, dann ist weniger Geld für die Aktienrückkäufe übrig und das dürfte ein Belastungsfaktor für 2022 werden. Und man wird ein bisschen vorsichtiger auch bei den Super-Euphorikern und damit meine ich meine zweitbeste Freundin Cathie Wood, die ja noch am Freitag gesagt hat, ja also wir könnten praktisch ja, so eine Performance von 40% plus jedes Jahr erreichen in den nächsten Jahren. Nun, derzeit riecht es eher nach -40% in 2021. Sie hat ja den Nasdaq massiv underperformed. Und jetzt hat sie heute gesagt, Vorhersagen sind ja schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich will hier einige Dinge klarifizieren, klar machen von Missverständnissen im Markt über meine Aussagen, aber das ist eigentlich nicht misszuverstehen, was sie da am Freitag gesagt hat. Das ist völlig klar, was sie gesagt hat und sie hat jetzt vielleicht ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen und kein Wunder, denn ihr Portfolio ist voll von Unternehmen, Non-Profitable Tech-Unternehmen, die wahrscheinlich in 2022 Schwierigkeiten kriegen werden. Hier sehen wir mal einen Vergleich zwischen eben diesen nicht profitablen Tech-Unternehmen, die ziemlich gelitten haben in letzter Zeit, hier in Gelb und in Blau, Wachstumswerte. Und es könnte sein, dass die ein bisschen in Richtung Gelb marschieren, diese blaue Kurve, dass also auch Growth-Werte ein bisschen Probleme bekommen, so wie zuletzt etwa Rivian. Sie kennen diesen Elektro-Van-Hersteller, wenn man so will. Die sind jetzt auch mal 50% seit November gefallen, nachdem es natürlich vorher massiv nach oben ging. Aber immer noch hat man eine Marktkapitalisierung von 80 Milliarden Dollar. Das ist höher als General Motors und Ford. Rivian, ein Umsatz, klar, die sind erst gestartet von 1 Million Dollar. Und die anderen beiden 27 bzw. 36 Milliarden Dollar. Also das Jahr 2022 wird ein Jahr sein, nach meiner Auffassung, in dem wieder auf solche Zahlen geguckt wird. Vorher war alles egal, Hauptsache Hoffnung, Hauptsache super Zukunft à la Cathie Wood. Da hat man sich gesagt, naja, das ist doch egal, Liquidität ist da, dann kaufen wir eben auch
Hoffnung, die sich vielleicht in 5000 Jahren materialisieren wird, aber das wird jetzt schwieriger, wenn Geld nicht mehr ganz so locker sitzt, dann wird man da eben eine feinere Auswahl treffen. Warum wird das Geld nicht mehr ganz so locker sitzen? Weil die Notenbanken agieren müssen. Wir sehen hier die USA, etwa die Business Inflation Expectations, die haben das höchste Level jetzt in 2 Jahrzehnten erreicht. Wie wir hier in dieser Grafik sehen, also die Unternehmen rechnen mit weiter stark inflationären Tendenzen, rechnen mit weiter steigenden oder gleichbleibend mindestens sehr hohen Kosten, die sie haben, die müssen sie dann weitergeben. Man wird also ein bisschen vorsichtiger und das ist einer der Faktoren, auf die die Fed und andere Notenbanken dann reagieren müssen. Der zweite ist struktureller Natur. Vor allem die Mieten sind massiv gestiegen in letzter Zeit. Wir haben jetzt im Oktober, frische Daten heute, Single-Family-Rents mit dem neuen Rekord jetzt im Oktober 2021. Das geht praktisch ungebremst nach oben und das beginnt jetzt zuerst richtig in die Verbraucherpreisberechnung mit einzufließen. Da hat die Fed jetzt angefangen, diese Mietentwicklung langsam reinzupacken und das ist etwa ein Drittel der gesamten Verbraucherpreise, also ein Drittel der Inflation. Dazu haben wir steigende Löhne, Lohnpreisspirale in den USA, in Europa noch weitgehend in den Kinderschuhen, diese Lohnpreisspirale, aber eben auch kommend. Kommen wir jetzt zu dem Weltgeschehen, meine Damen und Herren. Putin hat gesagt, ja, also ich bin vorbereitet, auch militärisch zu agieren gegenüber der feindlichen NATO. Das ist also auch jetzt nicht gerade etwas, was sich entschärft, dieser Konflikt um die Ukraine, hat man das Gefühl. Die Russen fürchten eben diese Einkreisung, die ich durch die NATO wollen Garantien, dass etwa baltische Staaten nicht in die NATO kommen oder bestimmte Staaten, die an Russland grenzen, nicht in die NATO kommen, wollen die Ukraine als Vorhof, als Einflussgebiet behalten, als eine Art Pufferzone gegen die NATO und so spult sich das Ganze ein bisschen weiter auf. Heute die türkische Lira ja massiv nach oben explodiert, kann man sagen. 40% ging es teilweise nach oben. Mein Kollege Hannes Zipfel mit einem sehr guten Artikel, warum sich eine Wette gegen die türkische Lira jetzt lohnen könnte. Risky. Aber es ist so, dass Recep Erdogan das nicht lange durchhalten wird und kann. So argumentiert Hannes Zipfel und dem schließe ich mich vollumfänglich an. Also das ist schon wirklich absurd, was da derzeit passiert. Und noch absurder die Entwicklung an den Energiemärkten Europas. Wir haben jetzt neue Rekorde. German One Year Forward Electricity, 300 Euro per Megawattstunde. Durchschnitt in den vorangegangenen 10 Jahren waren 50, also ein Sechstel dessen, was derzeit hingelegt werden muss. In Frankreich ist das sogar auf 1000 Euro gestiegen. 1000 Euro, das muss man sich mal vorstellen, das ist dann nochmal das über Dreifache wie in Deutschland. Was ist der Grund für diese Eskapaden? Nicht nur bei Strom, sondern auch bei Gas, wie wir hier sehen. Wir haben Ausfälle von französischen Nuklearreaktoren, das treibt den Preis hoch für eben Strom und Gas. Die Russen pumpen nicht mehr wirklich etwas Richtung Deutschland, Richtung Europa, gleichzeitig dieser Ukraine-Konflikt. Wir sehen, kaltes Wetter ist ein maßgeblicher Faktor. Wir sehen ganz niedrige Inventories, also praktisch Lagerbestände. Und dann haben Gasproduzenten noch bestimmte Schwierigkeiten. Und hier sehen wir, wir haben jetzt ein neues Allzeithoch auch bei Gas erreicht. Wo das noch hinführen wird, da kann einem schon ein bisschen bange werden. Es hat auf jeden Fall massiv inflationäre Folgewirkungen. Und dass die EZB sich hinstellen kann und sagt, naja, das wird schon vorbeigehen, das ist natürlich ein totaler Witz. Zwei Empfehlungen als Hausaufgabe, meine Damen und Herren. Nein, wer Hausaufgaben gibt, ist nicht besonders beliebt, das weiß ich wohl. Aber wer sich interessiert für das Weltgeschehen, wer sich interessiert dafür, was die Welt im Innersten zusammenhält, dem empfehle ich zwei Artikel. Zunächst, warum es in China offiziell keine Pandemie gibt. Da hat mein Kollege Hannes Zipfel wunderbar beschrieben, wie diese Entwicklung hin ist, dass China plötzlich keine Pandemie hat, erstaunlicherweise. Man lacht sich ja natürlich schlapp, wenn man die offiziellen Zahlen aus China sieht. Das hat Gründe, warum das so ist, hat Hannes Zipfel in diesem Artikel gezeigt, den ich unter dem Video verlinke.
Und meinerseits ein Artikel bzw. ein Video von Bert Flossbach, vielleicht kennen Sie Flossbach von Storch, diese Vermögensverwaltung, ein Ausblick auf das Jahr 2022, und der sagt, der Markt wird sauberer, da gibt es eine Marktbereinigung, er spricht über Inflation, Zinsen, die Notenbanken, über so wunderbare, tolle Aktien, die ich nicht genug loben kann, wie GameStop, also ganz großartig, denen gehört natürlich die Zukunft, meine Damen und Herren, wie kann es anders sein? Nein, das sind diese Werte, die besonders gefährdet sind in 2022. Hochinteressante, hochintelligente Aussagen, die sich in vielen mit meinen Ansätzen decken, in manchen nicht. Aber schauen Sie sich das mal an, wenn Sie ein bisschen Zeit haben. Das ist richtig gut. Also zwei Artikel, die ich Ihnen unter dem Video verlinke. Das war jetzt das drittletzte Marktgeflüster diesen Jahres. Morgen nochmal zwei Videos, dann am Mittwoch zwei Videos. Und dann mache ich bis zum Anfang Januar ein kleines Päuschen. Ich sage Servus und Ciao.